Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Heute dreht sich alles um das 5-7er Deck der Deutschen, auf das ich mal wieder Lust hatte oder habe nach langer Zeit. Und zwar primär Tiger 1, Panzer 470, Panther D. Die guten alten Sachen, sage ich mal. Denn wir hatten in letzter Zeit so viel High-Tier, dass ich mal wieder ins Mid-Tier zurück wollte, um ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, entspannen. Denn so wie ich mein Glück kenne, wird das jetzt maximal geupptiert und Panzerungs-Gameplay ist einfach null und nichtig. Aber ich will es jetzt nicht komplett jinxen, deswegen schauen wir mal. Ich bin leider wieder alleine unterwegs, denn es ist schon wieder eine unübliche Zeit zum Aufnehmen. Ich habe zwar den guten Bane oder Jay Chris angefragt, aber ich glaube, die sind noch beschäftigt. Ja, und ein kleines Update zu meinem leider immer noch präsenten Krankheitsverlauf. Ich bin jetzt mit der zweiten Fuhre Antibiotikum durch und wie man es vielleicht hört, ich bin immer noch ziemlich angeschlagen. Es wird nicht besser, es wird sogar eher schlimmer. Deswegen werde ich für euch heute, für mich morgen, zum Arzt tingeln und mir eine Überweisung holen lassen. Ich habe die Schnauze voll. Ich werde die jetzt mir rausschnippeln lassen und dann hoffentlich eine schnelle Genesung hinter mich bringen. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich einen schnellen Termin habe, denn es nervt. Also die Leute, die sowas schon mal hatten, wissen das. Es nimmt einem echt Lebensqualität weg, wenn man nicht mehr in Ruhe essen, trinken oder sonst was kann. Sprechen. Guter Punkt für YouTube-Videos. Ich werde versuchen vorzuproduzieren, wenn ich meinen Termin habe, sodass ihr keine Lücken habt. Aber versprechen kann ich es nicht. Und Livestreams werden wahrscheinlich ausfallen, weil 2 Stunden durchquatschen mit sowas im Hals macht einfach keinen Spaß. Die letzten Streams waren ja leider auch schon einstündig, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Aber ich würde sagen, jetzt hauen wir erstmal ein paar Gegner auf die Nuss mit diesen schönen Fahrzeugen. Gerade der da und der da machen mir sehr viel Spaß. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So ihr Lieben, da sind wir auch schon. Leider volles Abtier auf einer Map, die sehr flankenfreudig ist. 6-7 mit dem 5-7er Tiger ist nicht unmöglich, aber durchaus schwierig. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich auf ein paar Ziele treffe, die jetzt nicht die dickste Heat haben oder die längste Knifte. Mit der Panzerung arbeiten wird ein bisschen schwierig. Die Kanone sollte das meiste noch bewältigen können, wenn man die Weak Spots kennt. Und das ist, by the way, mehrere Stunden nach der Unmod, denn... Kacke. Denn... ich hatte vorhin einen Systemabsturz und dann hatte ich zwischendrin wirklich Bane getroffen und mit ihm einen Cheater. Und da habe ich gesagt, ne, ich brauche ein Bösbällchen. Lassen Sie mich durch. Nee, das war furchtbar. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Nehmen wir den. Puh, blöde Situation mit dem Tiger hier. Also ich habe frontal nicht wirklich Angst vor dem Leo, vor der Leo-Flak, aber seitlich ist furchtbar. So, hätten wir das auch erledigt. Da kann man durchschießen, das ist gut zu wissen. Verdammt, da wollte ich zu viel. Da wollte ich zu viel. Aber dann versuchen wir es doch direkt mal mit einem schönen Bomber. So, aber ja, nochmal zur Erläuterung vorhin. Das erste Match, was ich hatte, was ich angefangen habe direkt nach der Unmod, ist mir nach der Hälfte abgeschmiert und ich durfte nicht mehr in die Schlacht zurück. Und dann hatte ich auch noch eine 8 Minuten Sperre auf meiner Crew. Wie auch immer das funktioniert hat.
Und dann habe ich danach mit Bane nochmal versucht, eine Aufnahme zu machen. Und da sind wir auf dieser richtig beschissenen, zusammengeschnittenen Alaska-Variante gestartet, wo die halbe Stadt weggekattet ist. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, gehört verprügelt, meiner Meinung nach. Und jedenfalls hatten wir da einen, der quasi auf der anderen Seite des Flusses stand, wo man schon außerhalb der Map war und halt mit gefühlt Pinpoint-Genauigkeit jeden weggelunzt hat. Das war dann etwas frustrierend. Hab auch geguckt in Stats, also mit nicht mal Stufe 100 ist es recht unwahrscheinlich, unter den Top 100 im Scoreboard zu sein. So. Die Möhre hier liebe ich. Aber das sage ich, glaube ich, in jeder Aufnahme, in der die drin ist. Das ist einfach ein wunderschönes Flugzeug mit extrem guter Bombenzuladung. So muss das. Ja, 5-7 kann in der Regel ein ziemlich gutes Battle-Rating sein. Auch wenn man ein Abtier hat. Man kann damit durchaus seinen Spaß haben. Machen platt, machen platt. Die 12.000er wahrscheinlich schon rausgedroppt. Das sollte es gewesen sein, hoffe ich mal. Oh, da kommt der nächste, ein Jäger. Knatzt. Nein, danke. Nein, danke. Ich kauf nix, ich will nix, lass mich in Ruhe. Hammer, hammer, hammer hart. Ach so, ein R3. Okay. Ich wurde von Gott erledigt. Das ist okay. So, dann versuchen wir es den Panther jetzt nochmal. Auch eine sehr schöne Marketplace haben, die ich hier drauf habe, wie ich finde. Und es werden sicher wieder einige fragen, wie ich die gelbe Markierung beim Tiger und hier beim Panther hinbekommen habe. Beim Tiger ist es ein italienisches, ich glaube Panzerdiekel ist es, so eine gelbe Flagge. Und hier bei dem Panther, diese Ringe, diese Kringel, sind ein deutsches Panzerbataillonabzeichen. Das ist quasi ein Y und drei I's hintereinander, wenn man es, naja, als Buchstaben sehen möchte. Das kennt ihr, glaube ich, alle. Das dürften auch alle bekommen können. Schande über mein Haupt, dass ich so wenig spreche. Es tut mir wirklich leid, dass ich, naja, so verhindert bin. Ich weiß, die meisten haben Verständnis dafür. Aber trotzdem. Man möchte doch an seiner standardmäßigen Qualität festhalten. Da steht einfach 2H. Ich bin echt auf dem falschen Battle Rating gelandet. Jo. Da war er sich zu sicher. Da war er sich viel zu sicher. Aber meine Herren, den habe ich leider nicht gehört. Wurde er mir durchgelunzt? Unserer.
Ja, auf Marketplace gibt es schon echt schöne Tarnungen. Leider sind die meisten davon viel zu teuer. Also ich finde es wirklich ein bisschen abgedreht, wie hoch die Community die Preise treiben darf. Also ein mega Beispiel dafür ist ja auch der EN100 oder IS-7 oder was da nicht doch noch so alles andere steht. Ich habe auch schon Tarnungen gesehen, die für über 100 Euro rausgehen. Ich meine, wer macht sowas und warum? Also klar, sie sehen schick aus, aber viele sehen sie ja nicht mal. So, nehmen wir den. Panda-Kanone ist immer noch mega gut. Also ein Tiger 1 mit der 75er würde ich mega feiern. Da wäre ich voll dabei. Die 88er ist zwar schön und gut, aber die 75er ist einfach zuverlässiger, würde ich sagen. Könnt ihr mal eure Erfahrungen damit in die Kommentare schreiben. So, holen wir uns direkt einen Crewmate. Ja, mir gefällt die Lackierung, also diese Marketplace-Tarnung. Ich habe sie dankenderweise von Gaijin bekommen. Keine Ahnung, wie toll die Marketplace ist. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe mal nicht, dass das so eine 100-Euro-Tarnung wird. Aber wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube nicht, dass Gaijin mir einfach so 100 Euro schenken würde. So, wir sollten uns jetzt eigentlich darauf konzentrieren, die Punkte zu halten. Aha. Ich kauf nichts. Ich will nichts von dir. Geh weg. Alleine hat man natürlich immer den Vorteil, dass man ein bisschen mehr nach Gehör spielen kann. Da vor mir dürfte irgendwo auf jeden Fall einer sein. Der wurde auf jeden Fall eben MG-Feuer rüber geschleudert. Ja, da war es schon wieder. Da ist was links vor mir, wenn ich mich nicht täusche. Jupp, hi. Hui, Driver Machine Gun, das ist schlecht. Die ist schlecht. Aua, lass mich, ich will den noch umbringen. Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, ob der AFK war, aber ich beschwere mich mal nicht. So, Engine, nehme ich mit. Nehme ich auch noch mit. Ich muss meinen ersten Platz verteidigen. Ja, Leute, was sagt man dazu? 6, 7er Max Up-Tier und trotzdem eine saugute Runde. Beschwere ich mich mal nicht. Aber ich glaube, dann belasse ich es auch bei einer Runde heute. Weil ich muss leider sagen, mein Hals macht schon wieder die Grätsche. Und das macht keinen Spaß. Ah, Scheiße. Spawn Protection. Nein, bitte nicht, nein, bitte nicht. Alter, der M36 ist echt dick. Man darf den nicht unterschätzen. Au! Das ist schlecht. Ich hab ihn noch gebraucht. Schlecht. Lad nach, lad nach. Okay, er hat sich gesprengt. Sehr schön. Manchmal muss man einfach ein bisschen forsch sein. Aber jetzt habe ich hier diesen ekligen Rückwärtsgang vor mir. Also hinter mir. Über 11 Kills. Hätte sogar eine Nuke-Runde werden können dank dem Abtier. Aber neu. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Da scheint ein Gegner zu sein. Our victory is near.
Wenn der Warnzone, wenn man in der gegnerischen Spawnzone ist, sich ähnlich anhört wie ein Blinker bei einem, bei so einem, sagen wir mal, computergesteuerten modernen Auto. So, ich werde mich jetzt einfach nur noch hier aufhalten und schön aussehen. Viel machen werde ich hier eh nicht mehr können. Das Gegnerteam ist ziemlich weg. Und den Rücken werde ich dem Spawn jetzt hier eigentlich nicht zeigen wollen. Das ist richtig schlimm, Leute. Man merkt, also man ertappt sich wirklich selbst dabei, wie man extrem abwägt, ob man noch Worte sagt. Also man wägt wirklich ab, ob man noch sprechen möchte. Wie man einen Satz möglichst klein hält. Krass. Warte mal, hab ich den gerade totgerammt? Also nicht, dass ich mich beschweren würde, aber... Heavy Metal Hero. Jetzt frage ich mich gerade, ob die Nuke drin gewesen wäre. Aber ich glaube, es hätte nicht ganz gelangt. Joa, 5-7 Deutschland, meine Damen und Herren. 12 Kills, ein Cap, ein Assist, zweimal gestorben. Eine Banane. Nice. Ich liebe Bananen. Gut im Müsli, gut im Milchshake, gut pur. Gut im gut in Süßkram, in Torten. Kann man nicht viel falsch mitmachen. So, aber wie gesagt, wir belassen es heute bei einer kurzen Runde, damit ich meinen Hals ein bisschen schonen kann. Wie gesagt, das ist sogar schon die dritte Aufnahme. 1 und 2 waren leider absolut für die Füße. Aber ich hoffe, ihr hattet jetzt hiermit ein bisschen Spaß. Mit dem guten Tiger, dem besseren Panther und einem meiner absoluten Lieblingsflugzeuge, der Ju-188. Gerne hätte ich noch mehr von dem Deck gezeigt, aber die Runde sollte es nicht sein. Ich wurde letztens im Stream gefragt, ob der hier sich lohnt, der Porsche Tiger, der Befehlswagen. Und allein wegen den 100mm Frontpanzerung, die das Ding hier hat, 200mm, macht er schon ordentlich Spaß. Also ich würde es mir überlegen, wenn ihr die Chance habt, ihn billig zu bekommen. Er ist nicht ganz so mobil wie der Tiger H, aber dafür ist er widerstandsfähiger. Man kann mit ihm nur nicht sonderlich gut sidescrapen, weil die Panzerung hier, die geschrägt ist, man tut sie normalisieren, also schwächen, wenn man sich dreht. Also ja, macht hier halt Sinn, ne? Und ja, schauen wir noch kurz nach dem hier, genau, dieses Dekeli ist es. 10. Panzerbataillon oder 10. Panzerdivision. Das ist einfach hier drüber gelegt und ein bisschen kleiner gemacht. Ich glaube, das sind zwei, einer nach oben, einer nach unten, sodass es oben und unten deckend ist. Aber ich finde, damit kriegt man ziemlich schönen Effekt hin. Das sieht auch ziemlich gut auf den meisten Tarnungen aus. Ja, habe ich sie auch drauf? Ne, da habe ich zum Beispiel nicht drauf. Eine weitere Frage, die ständig kommt, woher dieses Dekel ist, ob man es noch bekommen kann. Leider nicht. Das gab es damals als Vorbestellerzusatz zum deutschen Zerstörer Karl Galster. Das wird, wenn ich mich nicht täusche, erstmal nicht wiederkommen. Ich weiß nicht, ob so Dekels jemals wiederkommen, aber das wird den Vorbestellerbonus so ein bisschen negieren. Und dann zeige ich euch noch kurz beim Tijor, welches Dekel das ist. Und zwar hier, genau. Italienische Panzerstreitkräfte. Einfach das Ding hier so gemacht, dass es halt von der Größe passt und auf beide Seiten komplett gespiegelt. Ja, finde ich, sieht an den deutschen Panzern sehr schick aus. So, jetzt hoffe ich aber, wie gesagt, dass ihr Spaß hattet mit der Runde. Ich hatte gerade auf jeden Fall Spaß. Es hat sich doch wieder gelohnt, ins Load hier oder ins Meet hier zu gehen. Und ja, bin auf eure Wünsche gespannt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.